In diesem Sinne würde ich mal sagen, schießen wir nochmal los. Hä? Was machen wir denn? Wie Gehst du mal ein paar los? weniger. Wir können jetzt Imitation machen. Habe ich noch nie gemacht. Kann man mal ausprobieren. Also bei Geheimnis können wir gerne machen, das geht ja mal recht schnell, aber da muss man halt was Einfaches machen, ne? Das ist nicht. Also, das wird nichts. Nein, wieso das denn? Weil du nicht siehst, was du malst. Ja, das kann auch komplex sein. Okay, komm, wir machen Geheimnis. Okay. Mach mal ein Geheimnis draus. Okay, auf geht's. Beginne eine Geschichte. Schon, ich habe jetzt hier als Beispiel patriotischer Maler in der Schule. Was mache ich denn als Beispiel? Denn? Also nichts Einfaches, ja? Also was Einfaches. Hey, hallo. Hallo. Was Einfaches. Nichts Einfaches. Liz hat gesagt, du übertreibst nicht. Ja, ja, warte. Was mache ich denn? Ich habe aktuell keine Idee. Ich habe auch was ganz Banales gemacht. Idee. Das wird lustig mit Geheimnis. Ja, definitiv. Okay. Man sieht halt alleine, man hat alleine schon nicht gesehen. Ja, wer ist denn? Was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Alles klar. Wer hat das denn geschrieben? Okay. Ich habe jetzt einen schwarzen Bildschirm. Wer hat das denn geschrieben? Was? Leute. Was macht jetzt hier? Was ist jetzt? Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Genau, und du musst auf dem schwarzen Bildschirm zeichnen. Okay. Scheiße, wo waren? Wo hab ich denn jetzt das gezeichnet? Oh Gott. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Ach Scheiße, das verschwindet ja. Wie soll man das? Wie soll denn das was werden? Du musst es irgendwie merken, wo du was gemalt hast. So. Das, wie soll denn das denn was werden? Das ist ja, das ist. Ich weiß doch gar nicht, wie ich was. Nein! Scheiße. Wait. Das ist wo waren das jetzt alles? Ich weiß doch nicht, wo ich gemalt habe. Ich bin keine Ahnung, aber ich bin fertig. Ich hab jetzt irgendwas gemalt. Das ist jetzt irgendwie. Vielleicht. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwo was gemalt. Ja. Erratet das mal bitte. Mal jeder hat das Problem jetzt. Ach du Scheiße. Das ist halt Geheimnis. Dabei kommen auch. Der Modus ist blöd. Raus. Ich hoffe, ich habe es richtig gemalt. Ich auch. Ich habe irgendwas gemalt. Es wird kein gemalt. Schwanz das erkennen, was ich gemalt habe, aber. What will you do? Ja, okay. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, ich auch. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Sieht echt schön aus. Ich habe irgendwas hingekritzelt. Also, da ist mir echt gut gelungen. Ja? Ja? Denn das sieht ganz schön schwarz aus, ne? Nee, ich finde, das ist echt schön geworden. Sieht super aus. Ja. Ich bin also, hier noch nicht ready ist, ne? Jetzt hört auf, ihr Kunstwerke zu malen. Also, ich kann da kein Kunstwerk malen. Ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die Person sich dabei gedacht hat. Ich kann auch nichts malen. Was sich die Person dabei gedacht hat. Wahrscheinlich mal wieder so ein komplettes abstraktes Konzept irgendwie. Ich sehe jetzt das denn gar nichts. Das ist ja irgendwie. Also. Was soll das? Ja, hat jemand mit Weiß gezeichnet? Auf mir hat auch jemand alles mit Weiß angemalt. Ja, ich würde mal sagen. Ich hoffe, das ist so. Ja. Das ist nur schwarz für den, der zeichnet. Für die anderen ist der Hintergrund natürlich ganz normal weiß. Das heißt nicht mit weiß drauf. Ja. Ach du Kacke. Okay. Wie zur Hölle? Ja. Okay. So, hier vielleicht irgendwie dann. Ich kann den doch nicht zeichnen. Da. Das wird niemals was. Ja. Maybe. Ich hab das richtig gemacht. Und hier. Cool ist, dass man ja auch erst zum Ende hin sieht. Scheiße, das wird so falsch verstanden. Das wird so falsch verstanden, was ich hier gerade mal. Oh, ich hab kann ich ja, machen. Komm, scheiß was drauf. Und hier.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich angefangen habe. Das ist das Schwierige. Das muss jetzt irgendwie gehen. Du weißt nicht, wo das ist und wo jetzt das andere ist. Was ich gezeichnet habe. Ui. Ich hoffe nur, dass ich mit der Farbe komplett nicht irgendeinen Strich getroffen habe, sondern wirklich weiße Fläche getroffen habe. Wo ist denn alles? Hast du nicht. Oh. Nein, jetzt. Ich meinte jetzt. Achso, jetzt. Zeichnung. Okay. Ah, nee. Jetzt bei der Zeichnung. Wie soll ich bin extra denn irgendwo in eine Ecke gegangen, wo ich nicht gezeichnet habe. Okay, warte. Was? Schreiben. Okay. Oh! Warum sind. Okay, Ich find's auch so irritierend, dass man überhaupt nicht sieht, was man eintippt. Hä? Echt? Bei mir bleibt's doch da. Bei mir sehe ich genau, was ich eintippe sogar. Ich sehe Punkte nur beim Eintippen. Echt, oder? Nee, also das, ich das ist seltsam. Nee, ich sehe nur Punkte. Ist sind komplett. Dann warum ist das so bei dir irgendwie. Keine Ahnung, was ich bei glaube, dir falsch. Vielleicht funktioniert einfach der Modus nicht gescheit. Mir ist es verschlüsselt. Aber eigentlich solltest du, glaube ich, wirklich nicht sehen, was du tippst. Ja, eigentlich sollte auch das. Ich hab doch. Okay, ich habe jetzt nicht auf cool. Ready gedrückt. Okay. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? Scheiße. Nee, scheiße machst du hoffentlich nicht. Ja, okay. Hier so? Vier vielleicht nur eins? Okay, fertig. Oh Gott, ey, was ich hier wieder male. Ich hoffe, ich hab richtig gezählt. Ja, fertig. Ich bin mir nicht sicher. Ich. Jawohl, Bendy sind auch nur Punkte. Hey Tiger, grüß dich. Na, hallo, wen haben wir denn da? Ja, Tiger, wen haben wir denn da? So rum musst du die Frage stellen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's den Katzen? Fantastisch. Schau an, da sind die zwei Flauscher. Gut, von der Lilly sieht man nicht viel. Die sieht einfach nur aus wie ein riesiges schwarzes Loch. Aber nachdem sich der Tiger nicht hinbewegt, ist sie offensichtlich keins. Wie Tiger da liegt, das sieht irgendwie nicht bequem aus. Der ist. Für Katzen ist, glaube ich, sowas immer bequem. Das ist. Das letzte Mal war es, weil da lag nämlich die Lilly lag hier in einem so einem Hängedings. Die Liga. Die Tiger hat sie aber draufgelegt. Und dann Lilly ist. Und dann hat sie die Beine gemacht. Ah, da. Einfach drauf hier. Und dann haben sie so einfach weiter gepennt. Ja. Das war echt gut. Ich glaube, ich hab gut gezeichnet. Ich auch. Perfekte Picassos. Ja. Oh, das ist gut. Das erkenne ich. Okay. Das erkenne ich. Jawohl. Aber Tiger, wie geht's dir denn? Erzähl ein bisschen was. Du siehst, wir sind heute gemütlich am Gartic-Phone spielen. Vorhin haben wir Golf mit gespielt. Das war fantastisch heute Abend. Das hat bisher sehr, sehr viel Spaß. Ich hab's voll verpennt. Ich wollte eigentlich auch mitmachen. Ich hab's total vergessen. Gespielt und die hat echt Laune gemacht. Oh, hier, okay, jetzt die Auflösung, da bin ich mal gespannt. Super Mario Run. Die Auflösung. Muss ich noch mal in die Wiederholung reinschauen. War super cool. War cool gemachte Rennstrecken. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Zeichnung. Ich bin auch gespannt. Ich habe was ganz Einfaches gemalt, ein Koala auf Toilette. Oh nein, das ist einfach recht. Ein Koala. Ist nie angekommen. Okay. Ja, im Dunkeln, was soll ich da im Dunkeln? Okay, die Toilette ist ein bisschen geworden. Okay, basieren auf dem Klo. Die Toilette hat irgendwie funktioniert, ja. Boah, der hat's gut gekriegt. Ja, auf Klo mit Verstopfung. Okay. Klasse. Oh, die Sabi auch. Das Gesicht. Alter. Das habe ich da ganz verschlossen. Das Gesicht etwas außerhalb. Jawohl, Gregor hat das genau beschrieben. Alter, nicht schlecht. Das ist. Leider kein Koala mehr. Ist auch schwer. Ja, gut. Koala ist auch schwer. Red. Ja. Pikachu ist. Alter. Okay, die Bananen ist niemals geblieben. Nee, die Bananen habe ich auch nicht erkannt. Oh, gut. Ja, das habe ich aber verkackt. Also, das hab ich nicht gut zum Dunkeln. Ich kann Pikachu nicht malen. Das war keine Banane, okay. Sorry. Pikachu mit Pikachu ist geblieben. Wunderkannt. Aber Pikachu.
Ja. Pikachu, der sich freut. Oh Mann. Siehst du, das ist einfach mal ein gelbes Ding mit roten Bäckchen und alle so Pikachu. Ja, ja gut, das stimmt. Das ist halt Markenzeichen. Oh Gott, ich hoffe, ach, das sollte jetzt, ein Smartphone sein. Okay. Jetzt kommt das Problem, weil ich das blind gemalt habe. Sein. Ja, ich bin ja blind gemalt, weil ich nicht wusste. Ja. Ich dachte, das ist ein brennendes Haus. Okay. Aber siehst du, einwandfrei. Das ist durchgekommen. War easy. Maskenpflicht, welche immer da ist, man gewöhnt sich dran. Ansonsten ein bisschen Stress gehabt, aber jetzt erstmal wieder alles ein bisschen ruhiger. Das ist gut, Tiger. Zwergi, einwandfrei ein brennendes Haus gemalt. Ja. Das läuft immer wieder mal doppelte Buchstaben aus. So, die Flammen sind ein bisschen weiter zu links. Da dachte ich, das ist immer okay. Das ist der Wind, der Wind. Der Wind. Das ist der Wind, der hat es einfach ein bisschen weiter rübergetragen. Toram, die US-Flagge. Nein. So, ja, ich habe leider nicht gesehen. Nein. Ich habe leider nicht geguckt, wie der Prozess entstanden ist. Okay. Deswegen habe ich nur das gesehen. Ein durchsichtiges Regal. Ah, okay. Daher kam das Bücherregal, ja. Okay. Alles okay. Ja, das habe ich bekommen. Ja. Ein bunter Bücherregal. Das Bücherregal. Cool. Aber im Ende, der Bücherschrank ist durchgegangen. Ja, aber nicht mehr deine US-Flagge. Nee, die ist irgendwie... Ja. Weg. Ja. Ich habe es versucht, einfach zu machen. Ab das Füllregal verwendet. Alter, nee, das nee. Kam nee, von pass dir. Auf, es kam noch was viel Schwierigeres von anderen Leuten. Möchte ich nur mal kurz ja, gesagt definitiv. Haben. Toll. Ich kannte den Modus noch nicht. Aber das Siegel kam nicht bei mir. Ja, ach so. Wie wird denn da eine Fliege? Wie ist eine neunbeinige Fliege? Eine Spinne spielt Basketball, okay. Ja. Ich werde da noch extra mal durchgezählt, das war zu wenig. Schabe spielt Basketball. Sehr kreativ. Ja, schön. Es ist eine Schabe, ja. Und spielt Basketball ist auch durchgekommen. Auch, ja, weil das ist Toram ist einfach perfekt. Du siehst genau, dass es einfach alles nach einer Zeit entstanden ist. Ja. Ich habe auch irgendwie versucht. Abstrakte Kunst einfach nur so. Alles ist da, aber nicht am richtigen Fleck. So gut. Okay, Gregor hat sich ausgedacht. Diese Maske, das ist nicht also, besser, man zeichnen können. Also die eine Person ist das. Modus. Ah, okay, das, jetzt verstehe ich, warum Liz mit roten Klamotten raus wurde. Und von James Bond draußen dachte mir so, okay. Doch, aber das würde ich zeichnen, wenn ich was sehen würde. Wollte ich auch gerade sagen. Not bad. Aber warum hast du eine blaue Brille? Ich hab eine blaue Brille. Also ich habe einen blauen in der Brille. Ja, außenrum. Achso. James Bond tötet den Bösewicht, das geil ist. Ich bin nicht aufgefallen. Ja. Also du bist plötzlich ein Bösewicht geworden. Warte hier, schau. Ich habe nämlich. Guckst du? Warte, ja. Ach, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, deswegen zeichne ich mich dann auch immer als mit blauer Brille, weil ich nämlich halt. Ah. Und. Ey. Dann war Zwergfürst wahrscheinlich mit dem Golfplatz. Habe ich das gespeichert? Gott. Ich spreche selber nochmal. Ah ja, Golf hatte ich, stimmt. Meiner, das ist deine Brille? Ja. Ich hab dich noch nie so genau angeguckt. Das gemacht? Liz spielt Golf mit Zwergi. Ah. Nee, so. Das ist nicht so ganz angekommen. Oh, okay. Mein erster Blick war, dachte er so, what the fuck? Und dann, nee, zwei Personen spielen Golf. Oh, mit Grün natürlich. Alter. Wow. Ja, ich bin extra irgendwo am Rand gegangen mit der Farbe. Drei Golf spielen? Das ist bei mir angekommen. Was sind denn da für drei Golfen? Das sind drei, Mandy. Warum sind das auf einmal drei? Drei Menschlein im Golfen. Amen! Wir haben uns vermehrt. So, nee, es sind drei. Das sind doch Golfschläger in den Hallen. Oh Mann. Ich habe nicht gesehen, was ich schreibe, also gut, okay. Das stimmt, der hatte vorhin schon gesagt, ja. Wenn er da nur Pünktchen hat, dann, wenn du dich für Tipps kriegst, ist es nicht mit. Meiner sagt, ich mag Züge. Okay, gut Info. Okay, können wir jetzt mal wieder normal spielen oder kein Druck? Es war jetzt schön, aber. Das ist immer gut. Wir machen jetzt Imitation. Ja. Imitation ist auch fantastisch.